sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich nutze heute die Gelegenheit, Ihnen einige Informationen und Berichte zur Bewältigung der Corona-Pandemie hier aus Deutschland zu übermitteln. Im letzten Jahr zur selben Zeit war uns der Begriff Corona allen noch nicht bekannt. Wenige Wochen später mussten wir uns mit der größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen, und für jedes politische, aber auch gesellschaftliche System stellt dies eine noch unverändert vorhandene Belastung dar. Anfang des Jahres erreichten uns die ersten Informationen aus China, und im deutschen Politiksystem wurde mit dieser Information sofort systematisch gearbeitet. Ein wesentlicher Baustein unserer Bekämpfungsstrategie ist aber auch die Einschaltung von wissenschaftlichen Institutionen, hier in Deutschland dem Robert-Koch-Institut gewesen, das über eine langjährige Erfahrung und über einen großen Wissenschaftsstab verfügt, die sich mit weltweiter Beobachtung, Analyse, aber auch mit einem Erfahrungsaustausch auseinandergesetzt haben. Seit Anfang dieses Jahres informiert das Robert-Koch-Institut sowohl die Bevölkerung, teilweise in täglichen Pressekonferenzen, als auch insbesondere die politischen Entscheidungsträger über die Gefahrenlage, über den Stand der Bekämpfung, über den Stand der wissenschaftlichen Forschung zur Entwicklung von Arzneimitteln und insbesondere des Impfstoffs. Das Geheimrezept, wenn man davon überhaupt sprechen kann, der deutschen Strategie war die Einschaltung von vielen unterschiedlichen Akteuren, die sich durch ihre jeweiligen Informationsbeiträge, aber auch vor allen Dingen die Einwirkung auf das Verhalten der Bevölkerung verdient gemacht haben. Die zwingenden Regeln sind in Deutschland nur ganz ausnahmsweise angewendet worden. Natürlich mussten im Gesetzgebungsverfahren Regularien getroffen werden, weil die deutschen Grundgesetze nur durch den Gesetzgeber und in gewissen Ausnahmefällen eingeschränkt werden können. Die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, die geschäftliche Tätigkeit auszuüben, natürlich insbesondere auch die persönliche Kontaktaufnahme, sind geschützte Güter im Rahmen des deutschen Grundgesetzes und der deutschen Verfassung, und wir müssen darum bemüht sein, die Einschränkungen so gering als möglich zu gestalten. Dies ist zum einen durch eine ständige Beratung zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung entwickelt und ausgearbeitet worden. Entscheidend war aber, dass man immer auf die lokalen Besonderheiten in den Kreisen und Städten oder auch in den Bundesländern aufmerksam geachtet hat und die Maßnahmen wohl dosiert, aber auch vielfach nur mit Empfehlungen ausgesprochen worden sind. Die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung hat sich in diesem Fall als außerordentlich hilfreich und nützlich erwiesen. Die Menschen, die sich dieser Gefahr stellen mussten, haben die wissenschaftlichen Empfehlungen, zum Beispiel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, intensiv angewendet, beachtet und weitestgehend konfliktfrei dann auch praktiziert. Dies ist bis zum heutigen Tage der Fall. Und trotzdem ist es nötig, dass die Beratungen, die in der Politik stattfinden, tagtäglich an die Bevölkerung als wichtige Informationsgrundlage für das weitere Verhalten kommuniziert werden. Ein weiterer Baustein, der bei uns eine große Rolle spielt, war die Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das heißt die lokalen Gesundheitsämter, die versucht haben, bei Infizierten eine Kontaktnachverfolgung durchzuführen, das heißt, herauszubekommen, wie sich die Infektionskette gebildet hat und wer im Rahmen der weiteren Teststrategie nun untersucht werden muss, um herauszubekommen, ob die einzelnen Menschen infiziert sind und deshalb am besten in Quarantäne versetzt werden oder vor allen Dingen natürlich auch einer medizinischen Versorgung zugeführt werden müssen. Ein weiterer Baustein, der sich im Ergebnis als sehr, sehr wichtig erwiesen hat, war die Stärkung unseres Gesundheitssystems. Von der ersten Minute an wurde intensiv daran gearbeitet, für entsprechende Entwicklungen, die wir in Italien oder in Frankreich sehen mussten, nämlich die Überforderung der Krankenhäuser, Vorsorge zu treffen. Es wurde in Windeseile ein System, nämlich ein Register, aufgebaut, mit dem wir deutschlandweit kontrollieren und erfassen konnten, wie viele Intensivbetten mit Beatmungsplätzen zur Verfügung stehen
und auf diese Art und Weise kann bis zum heutigen Tage sehr zielgerichtet gesteuert werden, wo Patienten noch versorgt werden können, beziehungsweise wann eine kritische Versorgungssituation erreicht wird. Sind erst einmal die Intensivstationen voll und eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau nicht möglich, ist eine wirkungsvolle Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Deshalb ist das Zusammenspiel des Gesundheitssystems und aller Leistungsträger, der niedergelassenen Ärzte, der Krankenhäuser, aber auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes ein wesentlicher Faktor, um den Überblick über die Bedrohungssituation zu erhalten. Wie ich eben schon ansprach, ist aber das Zusammenwirken letztendlich mit der Einsichtsfähigkeit und mit der Disziplin der Bevölkerung ebenfalls ein wesentlicher Baustein. Die jetzt auch neu wieder angeordneten Kontaktbeschränkungen sind gesetzlich nicht zwingend, aber sie werden von einem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung beachtet und auf diese Art und Weise kann durch Kontaktreduzierung die Infektionslast unter Kontrolle gehalten werden. Es ist eine tagtägliche Herausforderung. Zielgerichtet muss natürlich der weitere Kampf auch durch die Unterbrechung der Infektionsketten stattfinden. Kritische Bereiche sind auf der einen Seite die Schulen und Universitäten, das heißt dort, wo junge Menschen zu Ausbildungszwecken zusammenkommen, und auf der anderen Seite der Alterstreppe die Senioreneinrichtungen, in denen Menschen mit fortgeschrittenem Alter und kritischem Gesundheitszustand sich einer Infektion möglicherweise nicht eigenständig entziehen können. In diesen Bereichen versuchen wir massiv Vorsorge zu treffen und hier spielt eine zielgerichtete Teststrategie eine ganz wichtige Rolle. Es muss erkennbar sein, wo und durch welche Kontakte, persönlichen Kontakte, die Infektion stattgefunden hat. Und dies kann durch eine hohe Testkapazität, sowohl durch die PCR-Tests als auch mittlerweile durch die Antigentests, Vorsorge getroffen werden. Hier ist ein systematisches Aufgabenfeld entwickelt worden. Auch hier ist wiederum der Informationsaustausch mit den verschiedenen Ebenen, dem Robert-Koch-Institut, den öffentlichen Gesundheitsdiensten und der Politik wesentlicher Bestandteil zu einem zielgerichteten Arbeiten. Nur mit zielgerichteten Maßnahmen wird es gelingen, die Hotspots, also die zentralen Ausbruchssituationen, unter Kontrolle zu bekommen und bis zu dem Zeitpunkt, wenn für uns alle der Impfstoff zur Verfügung steht, die Belastung der Gesundheitssysteme unter Kontrolle zu halten. Dieses Zusammenspiel praktizieren wir nunmehr seit über 9 Monaten und es hat sich herausgestellt, dass es einer enormen Kraftanstrengung bedarf, aber auch einer permanenten Information gegenüber der Bevölkerung, dass diese sehr genau weiß, warum, mit welchem Inhalt und im Idealfall mit welcher Dauer Belastungen stattfinden müssen, um letztendlich die Infektion unter Kontrolle zu halten. Wir alle hoffen darauf, dass mit einer umfangreichen Entwicklung und Verbreitung des Impfstoffs für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger und Länder die Infektionslast auf ein Maß heruntergedrückt werden kann, dass das normale tägliche Leben, die Begegnung mit Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern, das Treffen in Gaststätten, aber auch in öffentlichen Veranstaltungsstätten wie einem Fußballstadion oder einem Sportstadion wieder möglich sein wird. Ich glaube allerdings trotzdem, dass die Disziplin, die wir alle gemeinsam anwenden müssen und die man nur sehr bedingt von oben durch die Politik anordnen kann, sondern für die man tagtäglich werben muss, ein wesentlicher Bestandteil ist. Wir bleiben alle gemeinsam im Austausch und wir freuen uns als deutsche Gesundheitspolitiker, wenn wir durch die Weitergabe unserer Erfahrungen auch an anderer Stelle wichtige Beiträge leisten können, denn wir alle fiebern schon dem Zeitpunkt entgegen, wenn wir von der Corona nur noch in Geschichtsbüchern lesen. Ich wünsche Ihnen allen im Rahmen Ihrer Bemühungen, diese Situation in Polen unter Kontrolle zu bekommen, viel Erfolg, ein gutes Miteinander, einen regen Austausch, Geduld für die Maßnahmen, die notwendig sind, und die Unterstützung Ihrer Bevölkerung für diese wichtige Aufgabe, denn wir tun dies alles nicht nur für uns,
sondern auch für unsere Nachbarn und unsere Familien. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie bitte gesund.